Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Der Tontechniker, nehme ich an, fummelt jetzt daran so lange rum, bis es ein wenig, bisschen weniger halt. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das überrascht mich, aber freut mich natürlich. Also ich fand Lesungen früher total ätzend und hoffe natürlich, dass ich ein bisschen beisteuern kann, dass es nicht langweilig wird. Dann lassen wir uns mal beginnen. Die Frage ist, womit? Vielleicht mit der Frage, wie sind diese beiden Bänder entstanden? Entstanden sind sie letztendlich durch Coachingstunden, die ich gegeben habe und einige meiner ehemaligen oder aktuellen Coaches sind ja noch hier im Raum. Sie können davon ausgehen, dass Sie dieses Buch oder diese beiden Bände mitgestaltet haben. Kurz eine Frage zwischendurch, geht es so vom Ton her, ist das okay? Oder Hals zu dolle? Gut. Mein Gott, jetzt bin ich schon draußen, ne? Kaum eine Zwischenfrage gestellt. Entstanden sind Sie letztendlich durch ungefähr 5000 Coachingstunden, also weit über 5000 in Wahrheit. Und Coaching dient der Veränderung. Und 5000 Coachingstunden, meine Damen und meine Herren, verändert nicht nur das Klientel, die Coaches, wie man das so schön nennt, sondern es verändert natürlich auch die Sichten und Ansichten eines Coaches. Und deswegen habe ich diese ein bisschen aufgeschrieben. Und jetzt die große Frage, wie läuft dieser Abend heute ab? Das habe ich mich auch gefragt. Letztlich habe ich mich aber entschlossen, das unstrukturierte Buch, das heißt diese ganzen aphoristischen Gedanken, Gedankensplitter, Essays, sind relativ unstrukturiert, sie sind aufgeschrieben in dem Sinne, wie sie gekommen sind, habe ich aber heute Abend entschlossen, das ein bisschen zu strukturieren. Ich lese vor über das Thema Liebe, es gibt ein Kapitel über das Thema Konflikte, danach folgt das Thema Politik und Gesellschaft und dann am Ende lese ich noch etwas über den Menschen und das Leben an sich vor. Es sind immer kurze Abschnitte, manche dauern etwas länger. Jedes Kapitelchen dauert so zwischen 5 und 12 Minuten. Und die Frage ist, womit beginnt man mit so einer Lesung? Und ich würde sagen, am besten mit dem Vorwort. Liest sonst eh keiner durch. Heute Abend können Sie mir nicht entrinnen. Deswegen würde ich vorschlagen, ich lese das Vorwort oder einen Teil des Vorwortes sozusagen als Beginn, als Vorübung für die eigentliche Lesung. Es mag ein Phänomen des Alterungsprozesses sein, dass manche Dinge immer schärfer werden, während anderes, was sich früher klar und deutlich präsentierte, immer verschwommener wird. Die im Buch angesprochenen Themen folgen keiner bestimmten Ordnung, sie sind mit der Zeit entstanden und so nach und nach aufgeschrieben worden. Vielleicht sehen Sie ja einiges ähnlich, vielleicht auch nicht. Vielleicht ringen Sie sich auf über die ein oder andere Bemerkung und sehen die Dinge ganz anders. Gut so. Denn Sichtweisen sind nie fest, sie sind stets vorübergehend und sie dürfen auch nie fest sein, sondern müssen von Überholten befreit oder ergänzt werden. Und das geht nur im gemeinsamen Dissens. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und ein paar besinnliche Momente. Es folgen 5 aphoristische Gedanken über das Thema Arbeit und Führung. Meine Damen und Herren, Führen ist so eine Sache. Die einen wollen unbedingt führen, können aber nicht. Die anderen wollen nicht unbedingt führen, werden dann dazu gezwungen. Eins haben sie alle gemeinsam, lernen kann man es nirgends. Man muss es durch viel Erfahrung und vielleicht durch das ein oder andere Seminar erlernen. Antwort. Viele Führungskräfte werden eher geführt, als selbst zu führen. Das liegt auch daran, dass viele nahezu ununterbrochen Antwort geben, selbst dann, wenn sie gar nicht gefragt wurden. Wenn Führungskräfte aufhören zu antworten und stattdessen beginnen zu fragen, dann beginnen sie auch zu führen. Nummer 2. Wieso es keine Stärken oder Schwächen gibt bei Menschen.
Oft wird man in Bewerbungsgesprächen gefragt, welche Stärken und Schwächen man denn selbst habe. Dazu ein kleines Gedankenexperiment. Betrachtet ein Strauß eine Robbe auf dem Land, ist dieser schnell geneigt festzustellen, dass diese Robbe fast gar nichts kann außer auf Land, außer ein wenig zur Belustigung der Landwohner beizutragen, weil sie sich nicht richtig bewegen kann. Ähnlich verhält es sich mit dem Pinguin. Einen Pinguin zum Straußenrennen zu schicken, ist wenig erfolgsversprechend. Schnell ist man dabei, von erheblichen Schwächen zu sprechen und vergisst dabei, dass genau dieselben Eigenschaften und Fähigkeiten der Robben und des Pinguins, die man zuvor als Schwäche definiert, im Element Wasser beide zu einem der besten Taucher im Meer machen, während die Eigenschaften des Straußes ihn zu einem der besten Läufer auf Land machen, ihn im Wasser ziemlich erbärmlich aussehen lassen. Wenn wir uns lösen von der Vorstellung von Schwäche und Stärke und stattdessen von Eigenschaften und Fähigkeiten sprechen, können wir auch beginnen, Menschen so zu nehmen, wie sie sind, und sie dort einzusetzen, wo sie ihr Element haben. Und wie wir beim Strauß und der Robbe gesehen haben, kann ein und dieselbe Eigenschaften in einem Mal sehr von Vorteil sein und ein andermal ist genau dieselbe Eigenschaft äußerst schädlich. Es kommt eben auf die Situation an und nicht auf die Stärke. Es folgt Nummer 3, Fehler im Unternehmen. Wenn in einem Unternehmen Fehler passieren, hat das genau zwei Gründe. Entweder wurde die richtige Entscheidung falsch oder gar nicht umgesetzt, oder eine falsche Entscheidung wurde von der Mannschaft einmal korrekt und schnell umgesetzt. Es dauert eine Weile, bis man es verstanden hat. Meine Damen und Herren, es fehlt oft das Thema Motivation. Es wird ständig über dieses Thema gesprochen. Deswegen habe ich mir erlaubt, heute Abend dieses Thema kurz anzuschneiden. Der Titel heißt Fehlende Motivation. So viele Führungskräfte jammern über die mangelnde Motivation ihrer Mitarbeiter. Doch Menschen wollen wissen, wozu, bevor sie selber wollen, und erst dann ertragen sie auch die aktuellen Umstände. Alles andere zerstört anfängliche Motivation, die aus dem Glauben entstanden ist, hier sei alles anders als in der alten Firma. Zu viele Führungskräfte haben noch nicht einmal mehr Zukunftsvorstellungen, geschweige denn eine Vision, wo ihre Abteilung oder ihre Niederlassung hin soll. Stattdessen sind sie zu einer Art Verwaltungskrake mutiert. Jeden Tag versuchen sie, die Alltagsflug irgendwie zu bewältigen, zu verwalten, ohne dabei selbst zu ersaufen. Sie selbst werden immer demotivierter, weil sie in Wahrheit auch nicht mehr wissen, wozu. Die einzigen Ziele, die sie haben, kommen, wenn überhaupt, aus der Zentrale. Es sind jene Ziele, die aus vollkommen überzogenem und realitätsfremd sind, entsprungen aus der Gier und vollkommen falschen Vorstellungen jener, die sich am Ende einer Periode mit beeindruckenden Zahlen vor ihren Chefs brüsten wollen. Und deren Chefs wollen sich vor den Aktionären mit beeindruckenden Zahlen brüsten. Das führt dazu, dass immer weniger Mitarbeiter immer absurdere Ziele erreichen sollen und immer mehr davon ausfallen, weil sie die Belastungen gar nicht mehr standhalten. Vielleicht mitunter ein Grund, weshalb der Spruch entstanden ist, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Ich glaube, es ist an der Zeit, umzudenken. Es ist an der Zeit, kurzfristiges Renditestreben durch nachhaltiges Wachstum zu ersetzen. Einem gesunden Wachstum, bei dem der Stamm die nötige Dicke zur Höhe hat. Ein gesundes Wachstum, bei dem die Mitarbeiter mit den Anforderungen mitwachsen, statt reihenweise auszufallen. Das erfordert jedoch Mut. Jene entsetzte Gesichter der Aktionäre zu ertragen, nachdem man ihnen verkündet hat, man habe lediglich 4.000 Millionen Gewinn erwirtschaftet, statt 5.200 Millionen. Und das würde erfordern, dass Aktionäre auch einmal mit weniger zufrieden sind, dafür aber die Gewissheit für Nachhaltigkeit haben. Ich muss meine Erkältung noch ein bisschen Genüge tun. Beschäftigung. Die meisten Führungskräfte beschäftigen sich nicht mit jenen Dingen, die notwendig sind,
sondern mit jenen, die sie gerne tun. Meine Damen und Herren, manchmal kommen auch Menschen zu mir, die sind von einer der schlimmsten Krankheiten vorübergehend befallen. Sie sind verliebt. Verliebtsein ist offenbar anstrengend, vor allem für die Umgebung, die das ertragen müssen. Lassen Sie uns 4 aphoristische Gedanken über das Thema Liebe hören. 1 über das Verliebtsein. Der Sinn eines Zusammenkommens zweier Liebender scheint darin zu bestehen, dass jeder die ersehnte und dringend benötigte emotionale Bereicherung erwirbt, die er ohne den anderen nicht hat. Diese emotionale Bereicherung ist es, die viele der Wunden heilt. Diese emotionale Bereicherung ist es, die mit dem Partner in Zusammenhang gebracht wird, sei es durch Verhalten oder durch die Person selbst. Mit dieser Bereicherung entsteht auch das Begehren nach Nähe des anderen, von dem eine Faszination ausgeht. Was ist demnach Verliebtsein? Zunächst eine Illusion, die die Betroffenen glauben macht, sie hätten einen Partner gefunden, der all ihre Wunden heilt, ihre Hoffnung erfüllt und ihre Bedürfnisse befriedigt. In vielen Fällen blättert die Illusion dann allerdings ab, Schale um Schale wie bei einer Zwiebel. Und was da übrig bleibt, ist dann zum Weinen. In manchen Fällen bleibt dieses Gefühl und je länger dieses Gefühl anhält, umso mehr löst die Wirklichkeit die Illusion ab und es wird Liebe. Und wenn es dann doch nicht Liebe wird, dann kommt es ja zur Trennung. Und da zitiere ich einmal Rosa Luxemburg, die sinngemäß gesagt hat, den Charakter einer Frau oder zeigt sich nicht beim Beginn der Liebe, sondern wenn man sich trennt. Und jetzt ersetzen wir Frau einmal mit Mensch. Und irgendwann wird jede Beziehung mit dem Abnehmen des Begehrens konfrontiert. Auch das ist ein häufiges Coaching-Thema der nicht bezogenen Berufscoachings. Darüber habe ich auch ein paar Worte geschrieben. Begehren und Vertrautheit. Das Begehren eines anderen Menschen ist eine Kraft, die hauptsächlich von einem spannenden Interesse genährt wird, das sich umso mehr steigert, je größer der Glaube ist, dass der andere schwer zu bekommen ist. Begleitet wird jenes Begehren auch häufig von dem Wunsch, den anderen möglichst schnell kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen. Doch mit dem stetigen Aufbau des Vertrauens und des Kennenlernens nimmt auch die Spannung, das Interesse und damit auch das Begehren stetig ab. Denn was vertraut ist, ist eben nicht mehr spannend und was man sicher hat, braucht man nicht mehr zu begehren. Je nach Veranlagung sucht sich das Begehren neue Spannungsobjekte und kämpft gegen das Vertraute. Vertrautheit und Nähe sind wertvolle Güter. Und nur das Wissen um den Wert dieser Güter gibt genügend Stärke, sich gegen die Kraft des Begehrens zu stellen. Verstand und Herz. Diesen Satz, den ich Ihnen jetzt gleich vorlese, habe ich mal einem Coachee nahezu brüllend ins Ohr gesagt. Und zwar habe ich ihm gesagt, du kannst mit deinem Verstand nicht dein Herz besiegen. Da hat es Klick gemacht. Es folgen 5 aphoristische Gedankengänge über das Thema Konflikte. Eine weitere Ursache für jeden Konflikt ist häufig auch das Wort Nein. 1. Nein, nein, nein und nochmals Nein. Das Wort Nein scheint für so viele Probleme verantwortlich zu sein. Die einen können nicht Nein sagen, die anderen nur Nein sagen. Wiederum andere können kein Nein akzeptieren, andere ein Nein gar nicht erst erkennen. Und da gibt es noch jene, die zwar Nein sagen, jedoch vielleicht meinen.
2, Glaube. Das Thema Religion, meine Damen und Herren, ist zurzeit in aller Munde und wirft das eine oder andere Licht auf die eine oder andere Religion. Es wird heiß diskutiert. Und dazu hätte ich einen einzigen Gedanken, einmal zum Nachdenken. In der Religion sind nicht jene gefährlich, die glauben, sondern jene, die glauben zu wissen. Drei, menschliche Konflikte. Ein Konflikt entsteht dann, wenn sich Wunschvorstellung nicht mit der wahrgenommenen Wirklichkeit deckt. Und genau hier liegt einer der Hauptquellen für alle zwischenmenschlichen Konflikte. Jeder beharrt auf seiner Sicht, beharrt auf seinen Werten und verurteilt hemmungslos alles, was davon abweicht. Keiner scheint in der Lage oder willens zu sein, sich einmal in die Lage des anderen zu versetzen oder gar die andere Sicht einzunehmen und seine Bedürfnisse zu erfragen. Und jeder Konflikt endet, wenn Sie Glück haben, auch einmal mit dem Wort Verzeihung. Das ist Nummer 4. Jede nicht erfüllte Erwartung führt zu Enttäuschung und hinterlässt ein unangenehmes Gefühl, seien es Worte, seien es Handlungen. Ein Gefühl des Vertrauensbruchs, ein verletztes Gefühl. Jemand eine Handlung oder Worte zu verzeihen, ist umso schwieriger, je stärker das eigene Selbstwertgefühl oder das eigene Gerechtigkeitsgefühl verletzt worden ist. Ein Gespräch hilft vielleicht, die Beweggründe zu erfahren, vielleicht sogar zu verstehen. Zusammen mit der Einsicht erleichtert es das Verzeihen erheblich. Das Verzeihen der Ursache ändert jedoch nie etwas an der Wirkung. Man kann diese danach nur besser akzeptieren und mit ihr besser leben. Das Verzeihen katapultiert uns nicht in die vorhergehende Situation zurück, sondern schafft eine neue Situation, bei der die Narbe stets den alten Fluss verhindert und immer wieder zum Stolperstein werden kann. Und doch hilft nur das Vergeben und Verzeihen, die Schwellen der Wunde zu heilen und zu schließen. Zum Glück bleibt eine Narbe, die das Vergessen zwar unmöglich macht, doch eine Narbe ist immer besser als eine schmerzende Wunde. Etwas Unveröffentlichtes ist zum Beispiel das, was ich über schwierige Menschen geschrieben habe. Die schwierigsten Menschen in einer Gesellschaft sind jene, die sich nicht an Absprachen halten. Und jene, die dir das Gespräch verweigern. Beides nährt das Misstrauen und entzieht der Beziehung immer mehr an Substanz. Es folgen 7 aphoristische Gedanken zu dem Thema Gesellschaft und Politik. Können Sie noch? Gut. Ich habe mich jetzt gerade warm geredet. Ja. 1. Über Recht, Gerechtigkeit und Rache. Das Recht hilft, vor Willkür zu schützen, gibt im Idealfall Klarheit vor und nach einem Schadensfall. Gerechtigkeit wäre demnach der Ausgleich von erlittenem Schaden. Doch was, wenn der Schaden nicht zu ersetzen geht? Was, wenn geliebte Menschen irreparabel zu Schaden gekommen sind? Dann hilft auch das Recht nicht weiter und die Gerechtigkeit wird machtlos. Und mit dieser Machtlosigkeit kommt der Rachewunsch. Doch Rache betäubt nur die Hilflosigkeit, sorgt jedoch nie für Gerechtigkeit, öffnet aber Tür und Tor für dasselbe Gefühl bei jenen, an denen man sich gerecht hat. Nummer 4, Ventile. Frust entsteht, wenn Erwartung nicht
erfüllt werden. Und dies geschieht jeden Tag bei Millionen von Menschen. Ärger und Frust tröpfeln jeden Tag in die Menschen und füllen die Gefäße der Nachsicht und Gelassenheit so lange, bis diese verstopfen und ein unerträglicher Druck entsteht, der dann irgendwie, irgendwann und irgendwo seine Entladung, sein Ventil fordert. Und plötzlich ist jeder Anlass, jedes Thema recht, gegen das man seinen Unmut kundtun darf. Auf der Straße bei Demonstrationen, gegen was auch immer, im Wohnzimmer, bei der Arbeit. Ist erstmal ein gesellschaftlich akzeptiertes Thema gefunden, Themen über Respekt und Toleranz gehen in Deutschland übrigens immer, kann der Einzelne dann all seinen aufgestauten Frust ganz legitim abbauen. Mit Gewalt, Pöbeleien, verbalen Gleisen und der vermeintlichen Sicherheit, dass das Umfeld die nötige Verständnis dafür aufbringen werde. Dann habe ich noch etwas ergänzt, was nicht im Buch steht. Dann stehen sich jene, die ihre guten Seite und ihre Toleranz und ihr humanitäres Verständnis exhibitionistisch und demonstrativ zur Schau stellen, jenen gegenüber, die einfache und dumpe Parolen von sich geben und beide beschimpfen und bewerfen sich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich jene der jeweiligen Lage, die dafür sind, einmal mit den Inhalten jener auseinandergesetzt haben, die dagegen sind. Und doch reden beide Lager stets von Respekt und Toleranz. Doch Toleranz und Respekt fängt dann an, wenn man sich mit den Aussagen der anderen offen auseinandersetzt. Hätten das alle getan, würden Beschimpfungen und Bewerfungen aufhören und man würde Respekt und Toleranz leben, indem man miteinander in den Dialog geht und sich gegenseitig ernst nimmt. Ich habe da mal extra eine Pause gemacht, damit man noch mal drüber nachdenken kann, weil ich das echt wichtig finde. Wir haben Nummer 5, verkehrte Welt. Viele demokratische Regierungen neigen offenbar dazu, dem eigenen Volk zu misstrauen, es immer mehr zu überwachen und es zu bevormunden. All das passiert stets nur in jenem Maße, dass die Grenze des Erträglichen nie touchiert wird. Vor jedem Schritt kommt dann die Legitimation immer aus dem beliebten und bewährten Wort Sicherheit. Und so haben alle rasch Verständnis und gewöhnen sich wieder an den neuen Zustand, noch ehe die Empörung begreift, dass sie von der Bequemlichkeit wieder einmal überlistet wurde. Und so folgt dann der nächste Schritt unterhalb der Empörungsgrenze, so lange bis eine Regierung plötzlich jede totale Kontrolle innehat, vor der sie selber ständig warnt und vor der sich alle so sehr fürchten. Doch an sich sind die demokratisch gewählten Volksvertreter doch dazu da, wie der Name schon beinhaltet, das Volk zu vertreten, was sie gewählt hat. Verfolgt man diesen Gedanken etwas konsequenter, müssten die Bürger eigentlich die Regierung überwachen und nicht die Regierung die Bürger. Meine Damen und Herren, es folgt Nummer 6. Nach der Katastrophe ist vor der Katastrophe. Vor jeder Katastrophe ist stets der gute Glauben, die Hoffnung und die Bequemlichkeit. Alle drei verhindern, dass Annahmen, auf denen ganze Konstrukte basieren, wirklich überprüft werden. Man glaubt allzu gerne daran, dass andere schon geprüft hätten, dass das alles so sei, wie es sein muss. Man ist zu bequem, eine Annahme noch einmal zu überprüfen und hofft, dass das alles so klappt, wie man sich's eben erhofft. Und so kommt es irgendwann zur Katastrophe, zum GAU. Und nach der Katastrophe beginnt dann der Wettlauf der Verantwortlichen, sich selbst zu entlasten und sofort zu beweisen, dass sie alles korrekt gemacht hätten, dass sie keine Wahl gehabt haben und dass sie lediglich Anweisungen befolgt haben und insgesamt überhaupt keine Schuld tragen. Doch bedenken wir, bei jeder Katastrophe hat irgendjemand entschieden,
irgendjemand hat nicht geprüft, irgendjemand hat ausgeführt und irgendjemand hat nicht verhindert, obwohl die Erkenntnis und die Gelegenheit dazu da waren. Meine Damen und Herren, ich habe auch viel mit einer Branche zu tun, bei der das Wort Würde ganz groß geschrieben wird. Es sind jene Menschen, die gebrechliche und pflegebedürftige Menschen pflegen und sich darum kümmern. Und mit diesem kleinen Essay würde ich das Kapitel hier auch beenden. Es geht um Würde im Alter. Würde im Alter als großes Schlagwort unserer Gesellschaft. In Würde altern. Einsichten und Erkenntnisse, die mit dem Älterwerden automatisch kommen und die in ihrer Summe in eine gelassene Würde gipfeln, die dem jungen Menschen nur fremd sein kann. Wissen, Würde und Respekt als Frucht des Älterwerdens. Wissen, von dem Jüngere profitieren könnten und Respekt, den Ältere deshalb erwarten könnten und per se verdient haben, umrahmen jene Würde, von der wir alle träumen und hoffen, dass sie uns eines Tages zuteil wird. Doch was ist, wenn die gelassene Geistigkeit oder die geistige Gelassenheit von den körperlichen Beschwerden des Alters Stück für Stück aufgefressen wird? Was, wenn der alternde Mensch plötzlich nichts mehr zur Gesellschaft beitragen kann und sogar gepflegt werden muss und damit zur Belastung wird? Dann ist es meist schnell vorbei mit dem Respekt, der dann bestenfalls noch vorgeheuchelt wird. Dann kann es vielen Angehörigen nicht schnell genug gehen, die Belastung anderen aufzubürden, weil diese zusätzliche Belastung das ohnehin schon randvolle Fass des eigenen Alltages sofort zum Überlaufen bringt. Das Aufbürden der Belastung durch jene Menschen, bei denen man selbst einmal eine Belastung war, wäre nicht weiter verwerflich, wenn die Würde des Alters in Form von Respekt auch seine Bahn finden würde. Doch Würde und Respekt wird zwar groß geschrieben, darf aber jedoch möglichst nichts kosten. Und so werden jene Firmen im Preis gedrückt, die jene Angehörigen pflegen sollen, die zu einer Belastung für die Gesellschaft geworden sind. Diese Preise werden von staatlicher Seite vorgegeben und nach Abzügen der Gewinnkalkulation an den Mitarbeiter weitergegeben. Einen Stundenlohn, bei dem man nur durch massive Überstunden annähernd überleben kann, geschweige denn würdig davon leben kann. Wenn also der Wert der Würde sich im Niedrigpreissegment bewegt, wen wundert, dass sich kaum noch jemand findet für diese Arbeit? Doch das wenige Geld könnten die meisten der Pflegekräfte noch über sich ergehen lassen, wenn sie denn wenigstens die Wertschätzung erhalten würden. Doch auch hier zeigt unsere Erfahrung, dass sich die Wertschätzung in dieser Branche eher im homöopathischen Bereich befindet. Menschen, die selbst weder über das Gehalt noch im Umgang Wertschätzung und Würde erfahren, sollen nun also weitergeben, was sie selbst nicht erhalten. Ein unwürdiges System, welches nur deshalb noch funktioniert, weil einzelne Pflegerinnen mehr geben, als sie müssten und meist auch, als sie können. Und das so lange, bis sie eines Tages nicht mehr können. Das erzeugt Frust und Wut. Beides entlädt sich regelmäßig unter den Kollegen und im Zweifel eben auch bei jenen, die man würdevoll behandeln sollte. Vielleicht ist es an der Zeit, über Würde nicht nur zu sprechen, sondern einmal tatsächlich darüber nachzudenken. Meine Damen und Herren, wir kommen schon zum letzten Kapitel dieses heutigen Abends. Es folgen nun 10 aphoristische Gedankengänge, eigentlich sind es 11, weil ich heute Abend noch zu Ehren eines Freundes, der letzte Woche verstorben ist, einen aphoristischen Gedanken eingeschoben habe. Es dauert ungefähr 10 bis 12 Minuten. Es sind einige Erkenntnisse, meine Damen und Herren, die ich im Laufe der typischen Coaching-Stunden so gesammelt habe. Es geht nicht weniger um die Erkenntnisse der einzelnen Themen, sondern um die immer wiederkehrenden Muster, die ich bei vielen Klienten beobachten kann
und zwar unabhängig von deren Anliegen. Und beginnen wirklich mit einem Gedankensplitter zu Ehren eines Freundes, wie gesagt, den ich letzte Woche verloren habe. Diese Zeilen sind für Olli. Herzschlag. Nichts scheint den Herzschlag unserer Industriegesellschaft aufhalten zu können. Alles und jeder ist stets verplant. Termine, wann, wo und was stattfindet, alles schon vorbestimmt. Selbst der Tod eines Menschen setzt den Herzschlag in diesem Umfeld maximal für einen Moment aus. Man möchte gerne nachdenklich werden, schafft es aber nicht, denn die Planung duldet kaum eine Änderung. Und so rennen alle wieder und vergessen jenes Ereignis, das einen Herzschlag lang alles zum Stillstand gebracht hat. Nummer 2, Wichtigkeit. Die Wichtigkeit einer Sache oder eines Menschen lässt sich am einfachsten an der dafür zur Verfügung gestellten Zeit erkennen. Alles andere sind nur Lippenbekenntnisse. Nummer 3, ertragen. Viele ertragen ihre eigenen Aussagen nicht. Daher reden sie nach der Botschaft so lange weiter, bis diese dann vollkommen verwässert ist und wundern sich, weshalb ihre Botschaft im Bewusstsein des Gesprächspartners nie ankommt. Sie merken, es geht schnell. 4. Der längste Weg der Welt. In den vielen tausend Coachingstunden mit meinen Klienten musste ich eines lernen. Einsicht für Veränderung beginnt zwar im Kopf, doch die Umsetzung fängt dann an, wenn die Einsicht auch das Herz erreicht hat. Und der Weg vom Kopf zum Herzen scheint manchmal der längste Weg der Welt zu sein. Ja, meine Damen und Herren, und die Probleme im Leben fangen immer dann an, wenn das Herz dem Leben etwas abtrotzen will, was der Verstand nicht zulassen kann. Daher ist das auch entstanden mit der Frage oder mit dem aphoristischen Gedankensplitter zu viel. Nummer 5. Zu viele wollen einfach zu viel und verstehen nicht, dass sie nur durch weniger wollen mehr erreichen. Jetzt folgt Nummer 6, das ist eine Frage, die, glaube ich, schon alle mal beschäftigt haben und ehrlich, es war mal ein Thema im Coaching. Die Frage lautet, darf man Geschenke entsorgen? Na komm, wer hat sich da noch keine Gedanken gemacht? Nicht jeder hat eine hübsche Abstellkammer. Also, die Frage, darf man Geschenke irgendwann entsorgen oder gar weiter verschenken? Um dieser Frage nachzugehen, sollte man das Wozu eines Geschenkes hinterfragen. Wenn ein Geschenk lediglich dazu dient, einer Berechnung Genüge zu tun, wenn es dazu dient, den Beschenkten in einer Art Schuld zu verstricken, wenn es lediglich dazu dient, sozialen Erwartungen und Normen zu erfüllen, dann ist es in Wahrheit kein Geschenk, sondern Mittel. Ergo darf es auch weitergegeben werden. Soll das Geschenk dem Beschenkten ohne Hintergedanken und Schuldverstrickungen wirklich Freude machen, so dient ein Geschenk dann dem Zwecke, Freude zu bereiten und ist damit die ehrlichste Form des Schenkens. Demnach hat jedes Geschenk ja bereits seinen Zweck erfüllt, nachdem der Beschenkte sich zum ersten Mal freut. Solange diese Freude anhält, sollte man das Geschenk auch behalten. Doch wenn eines Tages die Freude dieses Geschenkes verblasst oder gar in Gram umschlägt, dann ist es vielleicht an der Zeit, jemand anderem damit eine Freude zu machen. Und wenn ein Geschenk keine Freude macht, weder beim Auspacken noch nach intensivem Betrachten,
kann das Geschenk seine Wirkung nicht entfalten und sollte daher ebenfalls weitergegeben werden, damit es anderswo die Chance erhält, Freude zu spenden. Es folgt Nummer 7, Mut. Mut ist gesellschaftlich oft gefordert und leicht oder leider nicht so leicht zu definieren. Mut als Antwort, sich unkalkulierbaren Gefahren auszusetzen. Mut, etwas zu riskieren. Mutig, so das Urteil bei gelingender Tat, maßlose Dummheit, das Urteil, wenn dieselbe Unternehmung gescheitert ist. Ich glaube, dass wahrer Mut von außen meist nicht erkennbar ist. Wahrer Mut gibt selten die Bühne frei für die Anerkennung der anderen. Mut ist ein einsamer innerer Prozess. Es geht um die Überwindung der eigenen Angst, nicht um waghalsige Risiken. Es beginnt damit, sich seinen Ängsten zu stellen, sich mit ihnen zu beschäftigen. Die wahren Heldentaten beginnen und enden also in einem selbst. Jetzt folgt Nummer 8, Loslassen. Loslassen ist für die meisten Menschen eines der größten Projekte ihres Lebens. Das Loslassen von all ihren Wünschen, den demagogischen Werten, Loslassen vom Ehrgeiz, vom Groll, von all jenem, woran wir uns so sehr klammern und was uns selbst jeden Tag so sehr klammert. Erst mit dem Loslassen kann man verzeihen, erst mit dem Loslassen kann man wirklich entspannen, genießen und im Moment versinken, anstelle den Moment der Gegenwart ständig mit der Vergangenheit oder der Zukunft um seiner selbst zu betrügen. Mit dem Loslassen kommt die Nachsicht, kommt der Weitblick und das Vertrauen und mit alledem auch jene Ruhe, nach der so viele suchen. Meine Damen und Herren, es folgt Nummer 9, Angst zu verlieren. Die meisten Menschen haben derart Angst, etwas zu verlieren, dass sie sich am Ende selbst verlieren. Und last but not least folgt der letzte Gedankensplitter und damit endet auch die Lesung. Wenn noch was zu essen da ist, zögern Sie nicht. Ja. Gerne auch für jene, die noch mit mir ins Gespräch kommen wollen. Ich freue mich sehr darüber. Denken Sie daran, auch jene, die in irgendeiner Form nicht damit einverstanden sind, das bringt uns alle weiter. Sie haben dann auch die Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Der Erste ist immer, hat das immer am schwierigsten, denn der muss ja die erste Frage stellen, aber danach geht es meistens von alleine. Trauen Sie sich, wenn die etwas wissen wollen, noch stehe ich da. Und nicht alles steht in Google. Sollten Sie Lust auf eins dieser Bücher haben, können Sie das gerne an der Kasse bei Ludwig bzw. dort am Eingang kundtun. Und mit EC, hat man mir gesagt, muss man runterdackeln, bar kann man hier oben bezahlen. Nummer 10, in Ordnung. Die meisten Menschen sind vollkommen in Ordnung, so wie sie sind, wenn sie denn so wären, wie sie sind. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.